So, hallo und herzlich willkommen, ein neues Video hier auf dem Optionsstrategien-Kanal. Und zwar ist dieses Video oder die Idee zu diesem Video jetzt ganz spontan entstanden, denn wir haben euch ja vor kurzem einmal gezeigt, wie bei uns an einem Mittwoch der Optionsbrief die Optionsstrategien entstehen. So, jetzt bin ich gerade im Urlaub und es sollte eigentlich so sein, dass ich den Brief hier ganz normal schreibe. Jetzt funktioniert aber gerade mal gar nichts und wir nehmen euch jetzt mal mit auf diesen doch etwas chaotischen Tag, zumindest hat er so begonnen, mit der Hoffnung, dass am Ende dann doch ein fertiger Optionsbrief herauskommt. Also, was ist die Situation? Ich bin hier in der Türkei im Urlaub und normalerweise ist es überhaupt kein Problem für mich, hier in Zusammenarbeit mit meinem Büro, mit den Jungs da, den Optionsbrief zu schreiben. Das heißt also, ich schreibe das Ganze hier vor, ich habe hier meinen Laptop dabei, ich zeige euch das alles gleich noch und dann schicke ich das hin, dann tauschen wir uns aus über Mail, über WhatsApp und so weiter, telefonieren und dann entsteht der so, dass ihr als unsere Kunden überhaupt keinen Unterschied seht, ob ich den jetzt im Büro in Zwickau geschrieben habe oder eben hier im Urlaub. So, jetzt ist aber Folgendes passiert. Und zwar, seit 14 Tagen haben wir das erste Mal schlechtes Wetter hier in der Türkei und das bedeutet, dass das WLAN nicht funktioniert. Das heißt, die Kapazität im WLAN ist hier so extrem gedrosselt, dass ich momentan weder meine TWS aufbekomme, dass ich mich nicht ins Account Management einloggen kann, dass ich meinen Trade Navigator nicht aktualisieren kann. Das heißt, ich bin hier quasi fast blind, was das Ganze angeht. Und so, was kann ja immer mal passieren, deswegen könnte man ja sagen, ah Mist, alles und hier Kopf auf die Tischplatte hauen. Oder aber wir versuchen jetzt mal, was könnten wir denn daraus machen? Und die Jungs in Zwickau, die nehmen jetzt auch mal auf, was sie heute den Tag so machen, wie wir das Ganze also zustande bekommen. Und am Ende bin ich gespannt, ob wir dann heute Nachmittag sagen können, okay, trotzdem eine gute, sinnvolle und qualitativ hochwertige Ausgabe zustande gebracht haben. Als erstes zeige ich euch mal, wo ich jetzt hier gerade sitze. So, ich habe mich also hier in die, das ist ja so eine Lobby und ihr seht, hier ist mein Laptop und mit dem würde ich das normalerweise machen und ihr seht es hier oben, hier, wenn die roten Daten blinken und auch nirgendwo Kurse zu sehen sind, dann heißt das eben, ich habe keine direkte Verbindung. Und wenn ich hier auf meinen Trade Navigator gehe, dann seht ihr auch hier, Download failed. Also das ist jetzt schon drei oder vier Mal passiert. Ich versuche es gleich nochmal neu zu starten. So, wartet. So, hier. Zack. Aber es geht also scheinbar nicht. Also man sieht es hier, ne? Es passiert einfach nichts. Er lädt einfach keine Daten herunter. So, was habe ich jetzt noch auf der anderen Seite? Jetzt habe ich mir hier einen Festnetzrechner geschnappt, der hier in der Lobby steht, habe mich hier in meine Kontoverwaltung eingeloggt und schaue mir jetzt einfach mal die offenen Positionen an, die Statements und so weiter, schicke das Ganze jetzt per Hotmail, schicke ich das jetzt rüber ins Büro, die Jungs gleichen das da ab, mit den Daten, die sie da haben, wählen sich da in die Konten ein und dann werden wir sehen, wie wir das Ganze hinbekommen. Na gut. Versuchen wir jetzt mal hier in unsere Konten reinzukommen. Screenshots zum Echtgeldbeweis heute auch von hier. So, die nächste kleine Besonderheit hier ist, ist die türkische Tastatur. Denn an diesem Festnetzrechner, den ich euch gerade gezeigt habe, ist natürlich eine Tastatur, eine türkische Tastatur. Ihr kennt das vielleicht aus dem Englischen. Die ist ja auch ein bisschen anders und die hier ist auch anders, nämlich hier gibt es zum Beispiel zweimal das I, einmal mit einem I-Punkt und einmal ohne einen I-Punkt, das aber ohne ist falsch. Dann sind auch die Tasten alle so ein bisschen anders angeordnet, kann man das erkennen? So, ne? Also wir haben jetzt hier zum Beispiel das Z, hier haben wir das I und es ist also alle ein bisschen anders, aber ich hoffe mal, ich bekomme das hin.
So, die ersten beiden Trade-Ideen haben wir jetzt schon besprochen. Das heißt also hier per E-Mail, per WhatsApp und per Telefon. Und das war jetzt auch gar nicht so schwer. Warum? Ich habe zwar hier nur die Daten von gestern, das heißt also die Charts von gestern. Jetzt weiß ich aber natürlich, okay, das wird sich zu heute jetzt auch nicht dramatisch verändert haben. Vor allen Dingen, ich hatte gestern Abend nochmal reingeschaut und habe ja so ein bisschen im Kopf, was ist denn in den Märkten passiert. Also es sind keine dramatischen Sachen über Nacht passiert und deswegen ist das relativ einfach. Und der Hauptgrund aber, und das ist der, warum wir das jetzt auch über so eine doch relativ große Entfernung und mit diesen etwas eingeschränkten Kommunikationsmitteln absprechen können, ist, dass eben unsere Strategie, also der Verkauf von Optionen, so wie wir das machen, dass wir das alle gleich machen. Also dass wir nicht sagen, ah, heute könnten wir es mal so machen und nächste Woche machen wir es mal so, sondern weil wir eben einer gewissen Systematik folgen. Das heißt, wir gucken, wo sind die Volatilitäten hoch, wo entstehen bestimmte Chartsignale. Wenn wir dann Signale finden, wo auch die Volatilität passt, dann schauen wir eigentlich immer an derselben Stelle nach, wo können wir Optionen verkaufen. Das heißt, wir suchen nach bestimmten Laufzeiten, wir suchen nach bestimmten Delta, wir suchen nach bestimmten Prämien und damit ist es relativ einfach für uns, immer wieder die gleichen Trades zu finden. Das heißt also, wenn ich das Ganze jetzt hier raussuche und im Büro, die Jungs schauen selber auf die Charts und schauen auch an die Konten rein und schauen nach, dann kann es also sein, dass wir völlig unabhängig voneinander genau zu den gleichen Trade-Ideen kommen. Und das ist eigentlich auch Sinn und Zweck, wie es funktionieren soll. Und zwar nicht jetzt, weil ihr sagt, ich muss das auch mit jemand anderem vergleichen, aber dass man eben immer wieder das Gleiche macht. Und das funktioniert aber eben nur, wenn man einer gewissen Systemlogik folgt. Und naja, schauen wir mal, ob wir das heute hier so hinbekommen. Aber ich bin da guten Mutes. Im Internet keine Charts. Du Alex, in der Türkei gibt es gerade eine Internetschwankung. Kannst du vielleicht die Charts mal abspeichern für den Brief? Ach, Jens kriegt die gerade nicht an den Start. Alles klar, danke dir. So, und was sehe ich denn da? Nervenraum. Lecker, 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 lecker. Auch wenn mein Freund Michael jetzt sofort wieder schreiben wird, dass ich zu viel Kuchen esse. Dann esse ich den Kuchen. Dankeschön. Bissige Zeit, das heißt eine Stunde früher ist in Deutschland, 11.45 Uhr und wir haben alle Trade-Ideen durch. Das heißt also, wir haben jetzt über Chat, also wir haben WhatsApp genommen, wir haben Facebook Messenger genutzt, wir haben E-Mail-Adressen genutzt. Und da ist die Mail. Haben hin und her geschrieben, das was halt machbar ist, haben uns ausgetauscht und haben jetzt alle Ideen fertig. Im Büro werden jetzt die Ideen, die ich herausgesucht habe, jetzt noch in Feinschliff gebracht. Das heißt, die werden jetzt ordentlich geschrieben, die Charts werden herausgesucht. Irgendwann, ich schätze mal so in anderthalb, zwei Stunden fangen die Jungs dann an mit dem Satz, mit dem Lektorat. Und ich bin also jetzt frohen Mutes, dass der Optionsbrief heute auch dann hier zur richtigen Zeit rausgeht und wie immer pünktlich bei den Kunden ist. Spannende Sache. Ich bin froh, wenn ich dann nächste Woche wieder in meiner gewohnten Arbeitsumgebung sitze. Man sieht aber auch mal, wie abhängig man heutzutage ist als Trader von diesen ganzen Dingen, wie eben Internet, wie WLAN und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite habe ich mich jetzt gerade gefragt, was wäre denn, wenn ich heute überhaupt kein Internet hätte, ne? Irgendwie hier die Türken sagen, okay, wir schalten jetzt mal das Internet ab wegen irgendwas, kann immer passieren, technisch oder politisch gewollt, wie auch immer. Und würde ich mir dann Sorgen machen, gerade jetzt ist ja so eine Zeit, wo es ein bisschen heftiger an der Börse wird. Wir haben gestern gesehen, da kamen Quartalszahlen heraus von Alcoa. Und die sind gleich mal um 11% gefallen. Jetzt ist Alcoa nicht irgend so ein Zockerwert, sondern immerhin ein Wert aus dem Dow Jones. Das heißt, wir sehen, es ist Nervosität an der Börse. Noch knapp 30 Tage bis zur Wahl in den USA. Und
Wäre das also jetzt ein Problem, wenn ich mal ein, zwei Tage überhaupt keinen Zugriff auf meine Konten hätte? Und da muss ich sagen, für mich persönlich wäre es kein Problem und nicht etwa, weil ich sage, na gut, da können das ja die Jungs woanders machen, sondern weil ich sage, ich habe keine einzige Position in einer Größe, bei der ich mir Sorgen mache. Das heißt also, selbst wenn die eine oder andere Position morgen mit 200-300% plus, was mein Minus dann wäre bei einer Short-Option, aufmachen würde, auch dann hätte ich keinerlei Probleme mit meinen Konten. Alle Positionen sind so, dass sie wenig stark miteinander korrelieren. Dass sie also, ich habe jetzt kein großes, keine große Positionierung irgendwie in Aktienoptionen, wo man sagt, oh, da würde irgendwie was passieren, noch habe ich irgendwie Dinge, die stark miteinander korrelieren im Future-Bereich. Also das heißt, alles sehr, sehr entspannt. Und das ist etwas, was ich wirklich in den letzten Jahren auch gelernt habe. Du musst einfach deine Positionen dahin bekommen oder die Positionsgröße dahin bekommen, dass du relaxed sein kannst. Also so, wenn du früh aufwachst, denkst, oh, mein Internet geht nicht, ich kann nicht zuschauen, was ist denn jetzt los? Dann gibt es nur einen Grund, nämlich deine Positionen sind zu groß. Wenn du aber relaxed bist und sagst, hey, was ist denn, wenn morgen die Börse zwei Wochen zumacht und ich kann nicht hinschauen, ja, dann ist es halt so. Wäre übrigens für uns als Optionsverkäufer eine tolle Sache, wenn die Börse mal zwei Wochen zumachen würde. Ich sage nur Zeitwertverfall. Ne? So, jetzt mache ich hier noch weiter, schreibe noch das letzte bisschen und zwar für die kleinen Konten. Da geht es diesmal um den SVXY. Ihr wisst, ein Volatilitäts-ETF. Und da schreibe ich jetzt den Text schnell noch zu Ende, schicke es dem Jan und dem Alex rüber ins Büro und dann sehen wir uns gleich wieder. Also das Wetter hier in Zwickau ist grau und trüb, aber wenigstens geht das Internet. Tada, es geht wieder. Also zumindest habe ich es jetzt geschafft, meine Software hier abzudaten, das heißt, mein Trade Navigator ist jetzt gelaufen. Jetzt mache ich natürlich noch im Nachgang das, was ich eigentlich heute früh ganz zeitig gemacht hätte, nämlich meine Morgenroutine. Schau dann mal noch in die einzelnen Konten durch und ich habe gerade eben die Rückmeldung bekommen, dass also in etwa 30 Minuten der Börsenbrief fertig ist und dann wird er rausgehen. Und gut, dann habe ich jetzt noch ein bisschen was zu tun. Mal gucken, ob ich das alles in der Zeit schaffe. So, also jetzt ist es geschafft. Es ist 2 Minuten bevor der amerikanische Markt aufmacht und vor 5 Minuten haben wir die Ausgabe verschickt. Es hat alles funktioniert. Ich habe alle Trades nochmal überprüft. Wie gesagt, zu guter Letzt ging dann auch hier wieder alles. Alle Ideen, die ich hatte mit einem Tag alten Charts, haben sich jetzt auch mit den aktuellen Charts super bewahrheitet. Hat alles gepasst. Die Jungs im Büro gut gemacht, super mitgemacht. Und jetzt ist er raus. Im Büro würde ich jetzt noch ein bisschen was machen, da ich aber im Urlaub bin. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag, genießt das Leben. Bis bald.